Egal, also ich wollte Leute, einfach nur sagen, ich hole das kurz und du sagst nochmal kurz, was schlecht an fetten Menschen ist. Ich würde gerne fliegen zu dir, aber dann würde sich Greta beschweren. Ja. Ja, Greta. Von Greta hört man nicht so viel, ne? Nee, ne? Die kann jetzt hier mit Corona und so, kann die nicht vor die Tür, oder ist die ruhig? Die hat nichts zu sagen. Ja. Da kannst du mal sehen, wie inkompetent die eigentlich ist. Spaß, Leute. Satire. Wir sind Brennpunkt Internet. Wie ist es? Hallo? Oh, guck, in alter Frische. Nicht ganz, also es ist 90% gute Audioqualität, würde ich sagen. Nächste Woche. Ein bisschen blau hier am Hals. Ja, hast du dich wirken lassen? Oder? Nee, wir wurden. Ja. Ich habe mich vom Staat wirken lassen. Ja. Nee, eigentlich gar nicht. Wie jeden Tag, ja, ich kenne das. Ja, nein, ich habe wieder Geld gespendet bekommen gestern. Danke dafür. An Def und an Eurosat und so weiter. Vielen Dank. Stimmt, gestern war ja Mittwoch. Wir nehmen ja zum Donnerstag auf. Das können wir ja mal transparent machen. Machen wir es mal gerade transparent, wir nehmen am Donnerstag auf und auch nächste Woche wird es ein bisschen kritisch, denn ich bin ab Mittwoch im Krankenhaus und ihr hört auch an meiner Nase, ich bin reif. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Ich nasale so sehr und ohne Spaß hinterher, ja. Wenn ich noch alles beisammen habe, dann werdet ihr hier im Podcast denken, holy shit, was ist denn hier los? Und nach Robins OP könnt auch ihr aufatmen. Wer ist denn dieser Mensch, der auf einmal reden kann? Ha, hier ist Robin. Ja, willkommen beim Brennpunkt. Wir sind Tino und Robin, geil sozusagen. Und endlich mal wieder... Ja, ganz normal, ne? Ja, sozusagen. Und ich habe noch eine lustige Mitteilung, aber die muss ich mal wieder ein bisschen paraphrasieren und ein bisschen kodieren. Denn wir hatten ja mal mit jemandem Stress. So. Ja, ah und ja. Das ist eine gute Episode. Ich habe dir ja erzählt, dass die Person mich, habe ich es dir schon erzählt? Ich weiß gar nicht, dass die Person mich grüßt. Ich weiß gar nicht, ob du es im Podcast gesagt hast. Du hast mir auf jeden Fall zweimal über WhatsApp gesagt. Ach so, oh, sorry. Nee, das, nee, ist okay. Nee, das ist nichts Neues, so, dass ja. Er mich gegrüßt hat. Ja, ich weiß. Ich habe mich voll gewundert immer. Auch letztens war er wieder, saß er so an einem Tisch mit einer Person, die Podcast-Fan ist, die mich immer angesprochen hat, so von sich aus. Ich kenne deine Stimme irgendwo her, so bla bla bla. Und die saßen an einem Tisch, die beiden Personen. Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein, dass man so verschiedene Meinungen ist. Das ist doch wie ein Neonazi und ein Linksradikaler. Das geht nicht. Man muss Brennpunkt lieben oder hassen. Und dann war es so, dass ich auf eine Veranstaltung neulich gewesen bin und da hieß es, dass diese Person auch da sein wird. Und ich dachte, cool, ich freue mich drauf. Und ich habe diese Person nicht gesehen, aber eine Person in ähnlicher Funktion als diese Person. Und die hat mich so ein bisschen ignoriert. Und ich dachte, hä, okay. Und da habe ich die Person mal gegoogelt und ich musste feststellen, es war niemals die Person, die ich dachte, dass sie es ist. Und wir haben schon gedacht, ey, Kriegsbeil ist begraben. Ja. Ist es nicht. Und dann kam mir die richtige Person, die ich meine, entgegen. Und der hat mich richtig krass gefondet, also die kalte Schulter gezeigt. So. Oh, shit. Da habe ich nicht mal angeguckt. Ich wollte ihn anlachen so ein bisschen, so von wegen, ist ja lustig. Aber er hat mich nicht angesehen. Aber er wusste, dass ich an ihm vorbeilaufe. Also das nur als Update, vielleicht gibt es doch noch eine Klage, keine Ahnung. Jedenfalls, also ich weiß ja nicht, wie lange sowas dauert. Ich weiß nicht, wovon du redest und Klage, das hat ja mit überhaupt nichts zu tun. Nee, es war jetzt unabhängig davon. Ja. Ich mache ja Themenhopping. Das hat auch nicht, ich habe neulich so ein Radiogummi gefunden. Ja. Aber weißt du, wie lange sowas dauert, so eine Anzeige? Also nur hypothetisch, wenn naja, man angezeigt werden würde. Also ich war ja schon ein paar Mal bei der Weimarer Polizei. Wenn das darüber läuft, dann dauert das lange. Weil die haben ja keine USB-Slots und so. Ah, stimmt. Und Kartenlesegeräte erst recht nicht. Das ist ganz finster, was in der Polizei Weimar abgeht. Nur Disketten haben die quasi. Ja. Und was ist aber, wenn die Person es seinem Anwalt übergibt? Kann das dann auch sich ewig hinziehen oder ist es dann nicht eigentlich viel schneller? Weil ich wundere mich ein bisschen, weil ich hatte schon Anzeigen in meinem Leben und die kamen
doch recht fix eigentlich. Und die lässt auf sich warten, diese hypothetische Anzeige, die es nie gegeben hat. Also ich sag mal, MCM hat seinen Anzeige-Vorladungszettel, ich glaube, Anfang Mai würde ich jetzt schätzen bekommen. Hm. Und dieses Event, um das es ging mit Kummerkasten und so, der war ja hier Anfang Januar, also sehr, sehr früh. Ah, ja. Also so 5 Monate ist schon ordentlich. Ah ja, dann können wir gespannt warten. Ich weiß ja nicht, um welches Event es hier geht, dass man zurückrechnen könnte. Ich auch nicht, keine Ahnung. Ja. Aber so viel dazu. Aber wir wissen, über welche Events es sonst hier so geht im Brennpunkt, nämlich um die der letzten Woche. Und da gab es mal wieder einiges. Ich weiß ja nicht, schon. Was du hier so hast. Aber ja doch, also. Ich habe mich gerade zum Frühstück hingesetzt, so ein bisschen, weil ich die Woche zu tun hatte. Und mir ist aufgefallen, ich habe ein paar Sachen echt verpasst und mitbekommen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll tatsächlich. Also ich würde sagen, wir bleiben lokal. Ja. Erstmal. Vielleicht hast du das gar nicht mitbekommen. Aber es gab eine große Razzia in Weimar. Ja. Darüber wurde jetzt die letzte Woche sehr viel berichtet. Ich habe sogar die Insider-News bekommen, weil ich jemand nahen Verwandtes dort wohnen habe, als direkter Nachbar quasi. Und die Person hat mir Fotos geschickt, so, oh, hier ist irgendwie SEK und die haben hier Maschinenpistolen und übelst Terror hier. Und da wusste ich schon, bevor es in den Nachrichten war, was passiert ist. Ist das klug, jetzt das zu sagen, wo das war, wenn du sagst, du kennst deinen Nachbarn? Nicht. Schade. Nee, ich kenne ja viele Menschen so in Weimar. Und es kann in Schöndorf gewesen sein, es kann in West gewesen sein, es kann in der Altstadt gewesen sein, es kann überall gewesen sein. Ich habe halt gestern im Stream auch schon drüber geredet und war so, ich kenne halt Leute, die da mit drin hängen und wie im Suicide Forest quasi. Ja, genau. Man weiß es nicht, wie nah man da rangehen will. So. Ach, du kennst Menschen, die da irgendwie hops genommen worden sind? Ja. Oh. So. Also erstmal, was ist passiert? Es gab wohl einen großen Drogenring von hier bis nach Berlin irgendwie. Also irgendwie hingen die mit Berlin auch zusammen. Wurde die Ehefrau habe ich aber mal sehen, die diesen Ring trägt. Gott, oh Gott. Und da gab es jetzt eine Razzia und die Leute haben gefunden, ich glaube 200 Kilo Ecstasy, das war aber in Berlin. Mhm. Hier in Weimar war es eher Gras, ich glaube auch irgendwie 20 Kilo oder so. Also ziemlich viel. Harmlos, Weimar ist immer das Harmlose. Ja, Ecstasy gab es auch, das waren irgendwie 200 Gramm und Koks, Ecstasy, ich weiß es nicht genau, also viele Drogen. Viele Drogen, und was entscheidend war in Weimar, eine Scorpion-Maschinenpistole wurde auch sichergestellt. Habe ich und ein Bild gesehen, ja. 120.000 Euro in bar. Und da ist ja für mich ja der Gedanke so, ey, wenn ich die 120.000 Euro in bar habe, dann ist vielleicht auch erstmal Zeit, aus diesem Geschäft auszusteigen, oder? Ich weiß nicht. Also ich bin jetzt auch nicht so tief drin in dieser Drogen-Mafiosi-Geschichte da, aber ich kann mir vorstellen, dass du erstens immer mehr haben willst, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt innerhalb von kürzester Zeit irgendwie 100.000 Euro fett gemacht, dann will ich halt noch mehr haben. Das kann eine Rolle spielen. Und dass das Geld vielleicht schon verplant ist für weitere Anschaffungen, für Leute, die das dann verkaufen oder keine Ahnung, oder Zahnersatzprothese, keine Ahnung, irgendwie ist es vorgeplant ist. Und dann kann es schon sein, dass es gar nicht so viel wert ist. Aber ich weiß es nicht, ich bin ja kein Drogenmafiosi. Und jetzt ist für mich so der spannende Gedanke immer, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber für mich war das eine dieser Sachen, die so ein offenes Geheimnis sind. Jeder in der Stadt weiß das, mehr oder weniger. Du scheinbar nicht, wie du guckst. Nö, nee, nicht so richtig. Also in meinen Kreisen wusste jeder, ja, hier übrigens, da läuft irgendwas. So genau wusste man es natürlich immer nicht. Wenn jetzt die Cops hier zuhören, dann ist die nächste Razzia bei dir, dann finden die auch hier 1000 Kampfhof. Na, jetzt weiß ich halt nichts mehr. So, jetzt ist ja vorbei. So, jetzt weiß ich von gar nichts mehr in Weimar. Es wurden alle Verbrechen aufgeklärt. Nee, aber also ich habe mit ein paar Leuten geredet, die alle gesagt haben, ja, so im Groben wusste man ja, dass da irgendwie was ist. Und dann frage ich mich, warum das halt so ewig dauert, bis da irgendwas passiert. Also klar machen die jetzt auch nicht eine Razzia, wenn die da nicht was Großes finden, sag ich mal. Die wurden ja auch beschattet irgendwie viele Wochen lang vorher, um auf sich. Aber es geht halt jahrelang so, das ist halt das Ding. Aber ich kenne es ja auch aus meiner so Antifa-Zeit irgendwie, wo ich dann noch aktiver war. Da waren auch viele Sachen total offen. So, du wusstest, dass irgendwie der Typ Waffen bei sich trägt, dass der seine Frau schlägt und der hat schon mal irgendwie ein Flüchtlingsheim irgendwie angezündet. In der Antifa, ja, in eurer Organisation. Nee, also man wusste, ich wiederhole oder ich verbessere mich. Wir haben gewusst, dass gewisse rechtsradikale Menschen oder die so scheinen, Taten gemacht haben,
weil man irgendwie selber recherchiert hat oder selber Sachen gehört hat und Verbindungen irgendwie auch in die Szene hatte. Man wusste es. Es waren nicht nur Vermutungen, es gab auch viele Vermutungen, aber auch viele Dinge, die man einfach wusste, weil die offene Geheimnisse waren. Und da wurde auch nie was getan seitens der Polizei. Und da habe ich manchmal Sachen mitbekommen, dass dann irgendwie ein Neonazi verhaftet worden ist für eine Sache, die er schon vor 6 Jahren gemacht hat, von der ich wusste, dass er schuldig ist. So. Tja. Ich habe übrigens vergessen, ich muss das noch ganz schnell reingrätschen, ich habe vergessen, dass ich eigentlich eine Überschrift extra dafür hatte. Und wenn ich es hinterher sage, ist es halt dann nicht mehr so gut. Weimar, Razzia, Fari, 420, plays it lieber ab. Ah ja, Razzia, Fari ist gut. Ja, was ist passiert? Weil Weimar war wohl wirklich der Schwerpunkt auf, zumindest das, was gefunden wurde, auf Gras. Da kann man sagen, ja, ist entspannt. Was ich jetzt halt glaube zu wissen, ist, dass da ein, also fiktiv jetzt mal. Ja. Stell dir vor, es gibt da einen Bratwurststand, nur fiktiv. Ja. Und der Bratwurststand, der ist an einem guten Ort, sodass die Stadt sagt, ey, wir unterstützen dich jetzt mal finanziell, damit, wenn du hier weiter deinen Scheiß machen kannst, so, dann kommen Touristen nach Weimar und davon haben wir was. Also unterstützt die Stadt diesen Bratwurststand. Ja. Und dieser Bratwurststand wird dann genutzt, um Geld zu waschen und geheime Drogengeschäfte zu machen. Dann ist da schon ein bisschen Witz drin, oder? Ich vermute jetzt nicht, dass wir über Bratwürste sprechen, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja. Das hast du mir auch schon mal erzählt, glaube ich. Sehr witzig. Ja. Okay, also, können wir sagen, dass die Weimarer Polizei jetzt alles zerschlagen hat? Ja, ich finde das auch asozial von der Weimarer Polizei. Da haben wir gerade mal irgendwie so eine gute Connection nach Berlin. Ja. Weißt du, Weimar ist einfach in die Bedeutungslosigkeit verschwunden, seit Corona ausgebrochen ist. Kein Schwein interessiert sich für Tourismus, weil alles irgendwie hier lebensgefährlich ist. Und da haben wir einmal die Möglichkeit, mit Berlin so ein bisschen so eine kleine Partnerschaft aufzubauen. Und da kommen die Drecks-Weimarer Polizisten und zerschlagen das. Was soll die Scheiße? Nicht nur das, denkt doch mal jemand an die Geschäftsmänner dort und die Geschäftsfrauen dort, die da. Ich meine, der Erfolg gibt ihnen recht, sagt man doch immer. Die haben ja wohl einen guten Reibach gemacht. Also, never change a running system. Naja, und vielleicht hatten die auch zu strugglen jetzt in der Corona-Zeit, um mit Drogen loszuwerden und die zerschlagen die einfach so ein mittelständisches Unternehmen. Das ist absolut abartig. Danke, Polizei Weimar, dankeschön. Naja, gut. Kommen wir zu fröhlicheren Sachen. Ich habe eine Uplifting-News. Mach mal. Also, was Uplifting-mäßiges. Es gab eine Hochzeit in Indien. Ja. Und da gab es den größten Corona-Ausbruch aller Zeiten in Indien. Über 100 sind positiv getestet worden. Und jetzt fragt ihr euch, was daran Uplifting ist. Das war eine Schwulenhochzeit? Nein, der Bräutigam wurde in den Himmel abgeliftet. Ach toll. Direkt Upgrade von Gott so. Ja, also gute Hochzeit. Fast alle irgendwie infiziert und der Bräutigam stirbt an Corona. Scheiße. Das ist doch schön, oder? Das ist technisch irgendwie Uplifting, weil er hochgeliftet worden ist. Aber so übertragen ist es keine schöne. Irgendwie nicht, ne? Nee. Mist, habe ich mich getäuscht jetzt. Aber ich kenne viele Meldungen so, also auch aus der Vergangenheit. So irgendwie bei Hochzeiten irgendwie große Party war, dann ist die Braut gestorben oder das Brautpaar ist dann irgendwie gestorben. Da kann man aber direkt übergehen in die Totenfeier. Ja, stimmt. Kann man gleich stehen lassen. So. Ja, Buffet von. Ja, komm. Muss man nicht nochmal alle einladen, das spart man Geld. Sind eh alle schon da jetzt, Buffet ist noch halb voll, komm. Ja. Anzüge können wir auch anlassen quasi. Totenfeier ist irgendwie immer bizarr, oder? Trauerfeier meinst Trauerfeier, du? Trauerfeier, ja, was weiß ich. Ich weiß nicht, also für mich, ich finde es eh komisch, dass man da so übelst traurig ist. Klar, natürlich ist es traurig, so dass jemand stirbt und so. Ich war auch bei meinen Großeltern traurig, wo die gestorben sind und auch von Freunden. Ich hatte ja auch schon die einen oder anderen toten, gleichaltrigen Freunde. Aber man will ja auch so ein bisschen das Leben feiern, weißt du, dass diese Person gelebt hat, irgendwie, dass man sie kennenlernen durfte. Und daher kommt, glaube ich, so diese Feierkultur. Und es gibt ja auch verschiedenen Ländern und Kulturen wirklich diese Feierkultur, dass man diese Menschen, als die Särge so rumgetragen werden von irgendwelchen schwarzen Leuten, die dann so übelst abdancen genau, und sagen, jo, geil, hat gelebt, hat es geschafft jetzt so, jetzt ist er irgendwie im Paradies. Das ist schon cool auch. Ja, das ist für mich ja der Punkt. Also wenn feiern, dann halt richtig. Aber so dieses, zum Beispiel dieses Phänomen Leichenschmaus. Ja? Mm. Dass du dich halt zusammensetzt zu deiner Familie und irgendwie gechillt was isst. Wenn es wirklich ein Leichenschmaus wäre, wenn die wirklich die Leiche essen würden, dann wäre ich wieder dafür. Hätte es wenigstens auch einen ökologischen Sinn irgendwie. Ja. Und dann kann man sagen, ey, du lebst in mir weiter. Das sagt man doch immer. Stimmt. Ja. Bis zur Verdauung quasi. Ja.
Naja, das hatte ich auf jeden Fall damals zum Beispiel bei meinem Opa. Und das war irgendwie so ein bisschen, wir waren halt bei der Beerdigung, gut und schön. Und dann so, komm, jetzt essen wir alle noch was zusammen. Das war eher so ein Abgesang als ein Feiern, weißt du? Und das ist für mich irgendwie nicht so cool. Eine Absturzparty, meinst du? Das wäre ja geil, Absturzparty, so Ich meine, richtig. so Stimmungsabsturz Ach so, irgendwie. ja. Ja. Voll peinlich. Naja, geiler Opa, nicht so geile Feier. Ist ihm nicht gerecht geworden. Ja. Das nächste Mal kann man das besser machen bei ihm. So. Ich suche auch gerade noch nach was Uplifting-mäßiges. Also witzig ist eigentlich, dass Kanye West antreten will. Oder Ja, das ist ist vielleicht schon eigentlich. zu früh für USA-News, aber. Nee, Kanye West ist auf jeden Fall eigentlich so die Meldung der Woche, glaube ich. Ich habe das natürlich auch mit einer guten Überschrift. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh Mann. Ja, ist okay. Ja, So. ich muss sagen, ich dachte erst, wow, krass, er macht deinem guten Freund Trump Konkurrenz. Nee. Aber ich befürchte, dass er ihm eher helfen will. Genau. Er will wahrscheinlich die ganzen schwarzen Wähler von Joe Biden irgendwie wegklauen. Und er tritt ja wahrscheinlich, wenn dann an, wenn stimmt, als parteiloser Bewerber. Also Ja. nicht Demokraten, nicht die Republikaner, die Repis, sondern halt unabhängig. Also, Joe Biden wird laut Umfragen von 92% aller Schwarzen gewählt. In den, also so Voraussichten. Das kann sich natürlich alles nochmal ändern, aber da kann man schon sagen, Trump ist jetzt nicht so People of Color Vote-Bekommer. Und da passt es ganz gut, dass dann da Kanye kommt. Aber es ist natürlich auch ein bisschen simpel gedacht. Oh, guck mal, wir nehmen jetzt hier so einen Schwarzen und wenn die anderen Schwarzen das sehen, dann denken die sich, oh, das kenne ich, den will ich. Aber wäre es nicht klüger gewesen, dass man Kanye West an die Seite stellt von Trump und sagt, hier, ich supporte den über alles und Na, so? das macht er ja seit 4 Jahren. Das fruchtet ja vielleicht Ach nicht mehr. so. Kanye West ist schon so ein bisschen Trump-Fanboy und wird halt wirklich jetzt vermutet, dass das so ein Move ist, um den Black Vote da so ein bisschen aufzusplitten und so Joe Biden ein paar Vote abzugraben. Aber war nicht auch Obama, also Obama war ja Fan von Kanye Obama war West. auch schwarz, ja. Genau, die waren Brüder sozusagen. Aber ich habe mal gelesen, dass Obama Kanye West Fan ist und dass dann Kanye West und Obama auch Freunde geworden sind. Das Das, ist ja voll der Widerspruch dann letztendlich, naja, politisch. das kann man ja auch unterscheiden, weil wenn Obama Fan von Kanye West ist, dann wahrscheinlich von seiner Musik, denn er selbst ist nicht die hellste Leuchte am Christbaum. Das stimmt. Und wenn Kanye West aber Fan von Trump ist, kann man schon sagen, das hat vielleicht auch politischen Hintergrund. So. Aber ich dachte auch, dass dann Kanye West und Obama auch so Brüder waren. Bros. Bros quasi. Bros, o Bros Oberhaus. before Ja. Hillary Clinton. Ich weiß nicht. Mal schauen. Also auf jeden Fall gibt es im Zuge dessen auch Reports über. Ich weiß nicht genau, wie es war. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es war so ein Ding am Rand. Also irgendwie hat die Trump-Administration Kanye West auch finanziell unterstützt. So bla, Corona, Corona. Der arme Kanye West, weiß, ist gerade fast am Verhungern mit seinen Millionen. Armer Kerl. Und das ist alles ein bisschen komisch. Und er war auch in, ich glaube, Mar-a-Lago, wo Trump seinen Sommersitz hat in Florida. Hat ihn auf jeden Fall vor ein paar Wochen erst besucht und kurz danach sagte er, yo, geil, ich bin jetzt übrigens Präsidentschaftskandidat. Kann man mal machen. Aber ich vermute auch so ein bisschen, dass es gar nicht stimmt, dass er vielleicht gar Vielleicht ist nicht es auch einfach antritt. ein PR-Move, Wollte ich kann man gerade auch sagen, der hat sagen, ja auch ja. jetzt ein neues Album getroppt oder will eins droppen. Ich weiß gar nicht, ich finde die Musik scheiße von dem. Aber das ist ja auch dann wieder so ein Ding, du bist in den Medien irgendwie und ja. Ich mag den nicht, weil seine Frau hat einen fetten Arsch. Oh, fette Ärsche bei Frauen gehen überhaupt Oh, nicht. sorry, adipösen Arsch. War nämlich Monte Carlo, wie heißt der? Monte Black? Ich kenne nur den Pudding, Dieser Monte. Monte, ja. Naja, hier dieser komische Streamer da, der immer so relevant ist für 12-Jährige. Der Neonazi-Fans hat. Genau, der Ach, Montana der. Black war nämlich die Woche in der Kritik, weil er. Ja, weil er Fett als Beleidigung verwendet hat, unter anderem. Das würden wir uns im Brennpunkt niemals trauen. Niemals, niemals. Wir Das würden nur ist. sagen, Ich adipös. finde, fette Menschen sind super. Aber nicht prinzipiell. Es gibt Naja. auch dumme, fette Menschen. Ja, wenn sie abgenommen haben, sind sie super. Ja. Nein, also pass mal auf. Ich habe mir überlegt, okay, da gibt es jetzt halt diesen Clip. Ich glaube, die ursprüngliche Kritik war irgendwie eine andere. Da hat Montana Black irgendwie gesagt, ja, der kommt hier mit seinen 14.000 Kilo, Twitter-Followern also. an. Kilo nicht, zum Glück.
da kommt jemand mit seinen 14.000 Twitter-Follower an und will mir irgendwas erzählen, irgendwas, und dann, ich weiß nicht, es war totales wirres Geschwaller, Montana Black, was weiß ich. Aber hat dann irgendwie gesagt, der wollte doch, der ist doch eh nur irgendwie, oder der hat Höhe, weil der irgendwie zwei fette Weiber irgendwie weggehämmert hat, irgendwie sowas. Um wen geht's denn eigentlich? Ja, irgendjemand mit 14.000 Twitter-Followern, keine Ahnung. Wer kann das sein? Ich habe den Tweet gelesen, irgendein Typ halt. Der hat auch dann irgendwie zurückgerudert, hat gesagt, ja, sorry, dass ich irgendwie dein irgendwas verlinkt habe und meine Kritik war wohl zu hart. Aber irgendwas. Es interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Außer dieses fetten Ding, was dann auch kritisiert wurde. Und da überlege ich mir, wenn jetzt, das hatten wir ja vor 2-3 Folgen, ja, adipös, wenn jetzt Montana Black gesagt hätte, ja, aber hier nur, weil du 14.000 Follower mit zwei adipösen Frauen, das wäre doch im Grunde genau das Gleiche gewesen. Ob man da jetzt fett sagt oder adipös. Es ist vom Grund her das Gleiche. Er bringt zum Ausdruck, dass er das nicht gut findet, dass die Frauen, mit der dieser Typ vermeintlich irgendwie eine Aktivität initiiert hat, dass die, sag mal, relativ voluminös sind. Voluminös, das ist ein schöner Ausdruck. Und ich glaube, er will damit so ein bisschen sagen, ja, du kriegst ja eh nur voluminöse Frauen. Sind die denn weniger wert, Tino? Was transportierst du denn hier gerade für Gedankengut? Ich versuche gerade das Gedankengut von Montana, das ist gedankenschlecht, Hitler Black zu analysieren, und ich glaube, dass er Frauen mit steigendem Körperanteil abwerten möchte und sagt, hier, nur weil du mal ein paar Frauen im Bett hattest, die sexuelle Schwungmasse mitbringen, machst du einen auf dicke Hose. Ja. Obwohl du eine dünne Hose hast. Es ist ja auch warm draußen. Also ich glaube, ich brauche erstmal ein bisschen Klopapier. Ich muss mir die Nase putzen. Sorry, Leute, mit ich bin Klopapier. Kurz vor der OP. Ja, es spart Geld. Aber die Nase war doch dann voll rau und das Papier löst sich auch irgendwie auf. Egal, also ich wollte Leute, einfach nur sagen, ich hole das kurz und du sagst nochmal kurz, was schlecht an fetten Menschen ist. Bevor ich das tue, Leute, spendet Geld, damit Robin sich endlich mal Taschentücher kaufen kann. Am besten, also ich will keine Werbung machen, aber es gibt solche, die klingen so ein bisschen wie ein Wort für Geschwindigkeit. Und die haben so eine Art Taschentuch, da ist Balsam mit drin. Und die sind sehr gut und die lösen sich nicht auf und die tun der Nase nicht weh. Und Blattgold brauche ich. Und Blattgold für die Nase. Ja. Und fürs Klo. Also, was ist denn das? Kann man, also, ich weiß es nicht. Da ist dann eine Person, die unter diesem Tweet von dem 14.000 Follower-Typen, der mich nicht interessiert, geschrieben hat, ey, Montana Black, voll asozial. Und dann halt wieder dieses Ding, es gibt auch Frauen oder es gibt auch Menschen. Ich finde es gut, dass wir Brennpunkt fetten Hate sind. Sind wir Nein, ja nicht. Sind wir nicht. Analysieren ja nur aber die anderen. Sie sagt dann halt, es gibt auch Menschen, die halt nichts dafür können, dass sie dick sind. So. Aber auch die, was dafür können, die sind ja auch nicht keine schlechten Menschen. Das sind keine schlechten Menschen, aber... Also schon ein bisschen schlechter vielleicht als also andere. Also grundsätzlich kann man ja Montana Black nicht das Recht absprechen, dicke Menschen nicht so gut zu finden oder nicht attraktiv zumindest. Nicht attraktiv, das ist ja sein gutes Recht. Ja. So. Das erlauben wir ihm jetzt mal. Es ist so. Das ist ja auch eine Typfrage, ja. So, man kann ja auch sagen, irgendwie, ich stehe nur auf Frauen zum Beispiel. Da kann man ja auch nicht vorwerfen. Ja, du bist doch ein Männerfeind, weil du nicht auf Männer stehst. Ja. Bist du eigentlich so dumm. Und wenn dann aber heißt, okay, du sagst, du verwendest das als Beleidigung, naja, dann muss man halt ehrlich sein und sagen. Also, wenn ich jetzt. Wenn jeder Mensch, der die Wahl hat, ja. Ey, nimmst du diesen durchschnittlich gebauten Körper oder willst du dieses 200 Kilo Dings dein eigen nennen? Also jetzt nicht im Sinne von irgendwie eine Person besitzen, sondern diesen Körper zu wählen für sich selbst. Dann würde ja keiner sagen, ey, dann nehme ich doch mal hier dieses Walross. Ja, aus rein praktischen Gründen aber auch, weil man ja auch dann viel schwitzt und der Körper ist ja auch schwer und man muss auch ein bisschen mehr zu sich nehmen, so an Essen. Und es kann ja auch stressig sein. Also ich empfehle den Song von Westernhagen, Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin, wo er so ein bisschen, aufklärt, warum es nicht so gut ist. Wurde der eigentlich schon mal gecancelt, der Westernhagen? Das war in den 80er Jahren und da gab es echt so Nachrichtenschlagzeilen so, oh, hasst Westernhagen seine dicken Fans. Aber es war ja satirisch gemeint irgendwie. Ich meine das auch alles satirisch. Ich finde Dicke eigentlich super.
Naja, also es gibt halt so ein Zwiespalt, ne, zwischen irgendwie proud to be, also to be proud of your own body, so, weißt du, irgendwie auch mit viel mehr Masse an sich dran kann man ja auch stolz sein, aber eben auch das Wissen, dass es ja auch nicht so gesund ist und dass der Mensch ja vielleicht auch dann eher an einem Herzinfarkt sterben könnte, als wenn er jetzt schlanker wäre. Mir geht's halt auch voll eigentlich überhaupt nicht darum. Also dicke Menschen sind mir eigentlich egal, so, weißt du? Nee, also auch andere Menschen sind mir generell egal. Ja. Es geht halt wirklich eher darum, dass es dumm ist, zu sagen, ey, das darf man jetzt nicht mehr beim Wort nennen. Dieses Sprachenversoftungen. Oh ja, die ist jetzt, die Person ist jetzt adipös. Ja, aber Fett ist ja auch wirklich abwertend. Ja, Fett, ich glaube, er hat fette Weiber gesagt, aber sie hat halt unten drunter dick geschrieben. Und dick ist halt... Ist auch nicht besser. Dick ist aber dick und dünn, also... Ja, es, ja, das, ich das weiß. Das sind normale Bezeichnungen und das wird halt immer wässriger. Warum kann man es nicht mehr genau auf den Punkt bringen? Warum muss man, das ist halt wie dieses, wir töten jetzt nicht mehr Leute in fremden Ländern, wir neutralisieren die jetzt. Nur damit es besser klingt, weißt du? Ja, genau. Das ist halt einfach hässlich. Liquidieren. So. Ja, das, aber ich glaube, das ist halt betroffene Menschen, die übergewichtig sind, das Wort dick nicht gerne hören. Ja, dann nehmt ab, so dann müsst ihr das nicht mehr hören. Ja, nein, natürlich gibt es auch Leute, die nichts dafür können. Ach, wir drehen uns im Kreis. Ja, ist auch so. Mir geht's halt wirklich mehr um die Sprache als tatsächlich um das Dicksein. Ey, ihr habt da jedes Recht, dick zu sein, ist doch voll okay. Ist mir ja auch. Man kann ja auch sexy sein als dicker Mensch, das gibt's ja auch. So. Für Leute. Ja. Für mich vielleicht weniger, aber ich rede jetzt halt auch. Ich bin halt schon hetero, so. Ich kann jetzt nicht, also. Mhm. Ich meine. Homophob, ey. Egal. Das ist ja auch nicht alles, zum Beispiel, pass mal auf, Kevin James, ja? Ja. Der hat was an sich, aber ich kann es halt nicht so bewerten, weil ich halt, wie gesagt, irgendwie Männer nicht so sehe, ja? Ja. Aber der hat schon was an sich, zum Beispiel, der kann relativ gut auch Pole-Dancen. Und dann ist das völlig egal, der ist halt dick, wie du weißt, so. Ja. Und der kann halt aber Pole-Dancen und das macht irgendwie was, weißt du? Wenn du dich trotzdem irgendwie gut bewegen kannst oder so, dann ist das auch egal. Und das kannst du auch transportieren auf Frauen in deinem Fall. Denn wenn eine voluminöse Frau eine Ausstrahlung hat, ja, und irgendwie auch sich bewegen kann und irgendwie auch sich sexy gibt, ist es auch sexy. Also kann das auch sein, warum nicht? Kann schon sein. Aber auf dem Papier finde ich das erstmal. Schriftlich halte ich fest, nein. Wie gesagt, jeder kann doch dick sein. Das ist doch völlig okay. Mir geht es halt wirklich hauptsächlich um die Sprache. Und bei adipösen Menschen ist es halt für mich gerade so, dass ich es halt für mich nicht so attraktiv finde. Aber mir muss ja auch keiner gefallen. Das ist das Gute ist daran. So. Keiner von euch muss irgendwie aussehen wie... Oh, wie wir beide so. Ja. Schön schlank und athletisch. Dort willkommen zum Brennpunkt Weight Watchers. Es war jetzt auch schon wieder viel zu lang, ey. Ja. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben. Ich glaube so 15 oder so. Okay. Ja, sie wollen echt keines diskreditieren. Mensch ist Mensch, egal ob dick, dünn, groß, klein, schwarz, weiß oder was auch immer. Ja, aber ich möchte diskreditieren, dass diese dicke Person in dem Fall sagt, man darf dick nicht sagen. So. Ich habe auch. Und das ist halt dumm. Warte, ich weiß nicht, mir hat irgendwer erzählt, dass auch queere Menschen nicht, also queer steht ja so ein bisschen für nicht heterosexuell, ganz grob gesagt, dass auch jetzt die ersten queeren Menschen sagen, dass nicht queere Menschen queer nicht mehr sagen sollen. Queer soll quasi das neue N-Wort werden, so ein bisschen. Und das finde ich ist keine aber gute Entwicklung, tatsächlich. Also queer kommt aus einer Beleidigung hervor, so queer war früher so abwertend gemeint. So. Echt? Ja, tatsächlich. Okay, das wusste ich nicht. Wie auch das Wort faggot, das war ja auch so, kommt ja auch aus einer, ja, aus einer Foltermethode für oder Tötungsmethode an Homosexuellen. Aber queer ist ja inzwischen sehr positiv besetzt worden, so. Und ich weiß nicht, es ist doch nicht verletzend gemeint zu sagen, ich supporte die queere Gemeinde. Wenn du sagen würdest irgendwie, ich supporte die fetten Gemeinschaft, das ist natürlich abwertend gemeint. Aber wenn du sagst so, das klingt doch voll positiv. Naja, also man drückt sich da schon eher anders aus. Aber jetzt, wenn man sagt, hier, ich war letztens auf einer Veranstaltung, wo es darum ging, so Rosa-Winkel-Gedenkveranstaltung und so, wo Ramelow gesagt hat, ich stehe hinter der LSBTQ und queer Gemeinschaft. Es ist doch nett gemeint. Und warum will man jetzt aus dem Nichts ein Wort oder ein Ausspracheverbot hervorholen? Obwohl niemand das Wort queer mehr benutzt als Schimpfwort.
Man sagt doch eher Faggot oder Schwuchtel oder was weiß ich. Oder Gender-Ideologen. Das ist doch eher so ein negativer Begriff, aber nicht queer. Ja. Wir drehen uns im Kreis, wenn ich jetzt wieder groß aushole und sage, wie dumm das alles ist. Ja, nee, das wissen wir ja alles schon. Aber ich wollte nur diesen Vergleich ziehen, dass ich es das halt nicht immer nachvollziehen kann. Und ich bin ja in dem Fall Teil dieser queeren Gruppe, ja. Ich bin auch nicht heterosexuell. Und ich finde das Wort queer jetzt überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil. Es gibt ja auch in Weimar den Verein Queerweg, so die sich halt einsetzen, die auch von nicht heterosexuellen Menschen geführt wird, die den CSD mit organisieren und so weiter. Hm. Das ist doch nicht abwertend gemeint. Ja. Kommen wir zu was Positives. Kommen wir zu was Positivem. Bolsonaro. Ja, lustig. Positiv getestet auf Corona. Bolsonaro, der Far-Right, Alt-Right-Präsident von Brasilien. Wir haben auch schon vor einem Jahr oder so über den berichtet, weil er nämlich ein dummer Huso ist, der den Regenwald zerbombt und da die ganzen indigenen Urvölker rausjagt. Richtig ungeiler Typ, der aber damit flext, wie geil er doch sportlich ist und so. Es gibt da ein ziemlich witziges Video, wie er Liegestütze macht. Das habe ich in die Oase gepostet, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Er macht wahrscheinlich nur einen. Nee, macht nicht mal. So Loop draus, so. Nee, es ist eher so null. Er macht halt wirklich so eine kleine Welle mit dem Arsch und die Arme gehen halt so, weiß ich nicht, so 10 cm gehen die runter. Das sind ganz spezielle Liegestützen. Die sind besonders schwer, weil du nicht ganz runtergehen musst. Das musst du erstmal schaffen. Der hat halt am Anfang von Corona gesagt, hey, ich schaff das auch so, ich bin nämlich sehr fit. Wenn ich Corona kriege, geht's mir super. Und jetzt, also ich will ja niemandem was Böses, aber ich drück Corona schon die Daumen. Ja, er hat es auch als leichte Grippe bezeichnet und hat auch keine Maske getragen oder nur selten Maske getragen bei Veranstaltungen. Jetzt hat er halt die Retourkutsche bekommen, ist jetzt positiv getestet. Und Sonneborn hat irgendwie getweetet, vor 100 Jahren wurde auch der brasilianische Präsident irgendwie infiziert mit der spanischen Grippe und ist daran gestorben. Mhm. So, da hat Sonneborn noch hinter so ein Smiley gemacht. Schön. Ja. Wir wünschen es ihm natürlich nicht, aber vielleicht wäre ein Verlauf, der das doch einen schweren Husten hat, vielleicht nicht schlecht, damit er halt begreift, dass Corona eben doch auch eine schlimmere Krankheit sein kann. Das Ding ist, nicht nur vor 100 Jahren ist ein Präsident in Brasilien an der Grippe gestorben, sondern auch vor 6 Jahren ist ganz Brasilien gestorben, nämlich als wir sie übelst weggeknechtet haben in 7-1 bei der WM. Stimmt. Ja. Das ist die Rache quasi. Ja. Die Rache dafür, dass euer Präsident damals gestorben ist. Das habt ihr verdient. Nee, also das Ding ist, er kackt richtig hart ab, wird dann nur dafür gesorgt, hinterher, dass er sagt, yo, ich hab's doch gesagt. So schlimm war's doch gar nicht. Ja. Easy, Leute. So, und das ist nicht gut. Bin ich schon dafür, dass es zumindest einen sehr schweren Verlauf hat. Es gab auch ein Video, wo er so demonstrativ die Maske abnimmt und sagt, hey, mir geht's noch gut. Und da sieht er schon leicht aus wie so ein kleiner Zombie. Hat so ein bisschen sehr dunkle Augen. Ich hoffe. Ich nicht, ich distanziere mich davon, aber ich verstehe deinen Gedanken völlig so. Und ich bekomme ja auch immer noch Nachrichten von einem ehemaligen Parteigenossen, der jetzt abgedriftet ist und mir jeden Tag irgendwie schreibt, so Bücherempfehlungen, und der die Atemschutzmaske bezeichnet als Maulkorb und bald landen wir alle im Gefängnis und so weiter. Und das führt mich zum nächsten... Ist das richtig gut für die Wirtschaft, wenn alle Bürger im Gefängnis sitzen? Es macht so gar keinen Sinn. Und das führt mich zum nächsten Thema, nämlich Hildmann. Aha, Attila Hildmann, der zufällig dieselben Initialien trägt wie Adolf Hitler, hat wieder neue Sachen rausgehauen. Ich habe wieder so eine kleine Top 5 aufgeschrieben. Kann man nämlich nicht mal die Zähne raushauen? Natürlich nicht. Nein, wir machen diplomatische gemeint. Lösung, bitte. Wir meinen das übertragen. Wenn die Zähne raus sind, kann er nicht mehr sprechen. Nee, wir wollen ihn nur aus der Szene raushauen. Genau, das die Szene rausschlagen. Ja. Und eine kleine Top 5, oder sind es 5, ja, aufgeschrieben. Und zwar... Er hat geschrieben, ich bin nicht rechts, ich bin ultra rechts. Das fand ich sehr schön. Also, Leute, nee, hör doch auf, so eine Scheiße zu erzählen. Ich bin doch nicht rechts. Okay. Dann möchte er Leute ins KZ stecken und möchte mit China zusammenarbeiten. Ah. Hat er geschrieben. Ja. Das fand ich einen interessanten Vorschlag. Ja. Dann, 2023 werden alle iPhones eingezogen werden. Und dann müssen alle Huawei haben, mit Microsoft drauf. Okay.
du darfst mal gespannt sein, ob das eintritt. 2027 werden alle Deutschen Hunde essen. Okay. Hat er vorausgesagt. Ist der nicht irgendwie veganer Koch? Eben, deswegen ist es ja auch so schlimm. Dann ist er ja arbeitslos dann. Der ist dann arbeitslos tatsächlich. Scheiße, da würde ich auch ultra rechts werden. Und noch eine Aussage war, dass Bill Gates seine Meinung geändert hat. Und jetzt sterben nicht mehr die, die geimpft werden, sondern die, die nicht geimpft werden. Die sollen sterben. Oha. Das heißt, er hat so einen Knopf wahrscheinlich, Bill Gates zu Hause, wo er drücken kann. Es sterben die mit Impfung oder die ohne. Und er wird nicht auf den Knopf drauf drücken mit Impfung. Er wird die töten lassen, die keine Impfung haben. Okay. Wer das machen will, weiß ich nicht, aber das ist ja auch im Verborgenen geregelt. Und noch als letztes, er bietet 1000 Euro Kopfgeld an oder 1000 Euro pro Name von Anonymous-Leuten. Ja, das war aber vor 2 Wochen auch schon mal, oder? Dass er da gesagt hat, hier, gebt mir Daten. Weiß ich nicht, ich habe es jetzt erst gelesen irgendwie. Wo er auch so 1000 Euro in die Kamera gehalten hat und meinte, Ich habe Geld, ja, tatsächlich, weil jetzt sämtliche Firmen und Verkaufsläden seine Produkte aus dem Markt nehmen und sämtliche Social Media Accounts von ihm gelöscht worden sind, hat er gesagt, ja, sie wollen mich vernichten, aber ich habe vorgesorgt, ich habe hier ganz viele grüne... Ich habe 1000 Euro. Ich habe vorgesorgt. Das war bei uns an der Schule auch mal einer, als ich das gehört habe. Es war so gut. Unsere Kantinenfrau, die hat irgendwie... Hat mit Geld rumgewählt. Nee, die ich hat... Ich müsste euch gar nicht das Essen geben. Ich komme auch so zurecht. Das mache ich freiwillig. Das ist mein Hobby. Nein, besser. Die hat irgendwie 7000 Euro an Steuern hinterzogen und es hat sich dann damit abgesetzt. Es ist dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich in Bangladesch oder so. Neuguinea oder so. Ja, also richtig gut, die ist dann richtig durchgebrannt. Es war halt wirklich so, sie ist abgehauen, keiner wusste, wo sie ist und sie hatte halt irgendwie diese Steuerschuld. Alter Schwede, da hat sich noch ein richtig gutes Leben gemacht. Die war halt auch erst irgendwie 40 oder 45, ne? Eine richtige Kleinkriminelle, ja. Richtig gut. Das ist Weimar halt, ne? Das ist alles ein bisschen kleiner hier. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ja, es gibt nämlich auch einen Hörerwunsch. Wir hatten das auch tatsächlich bei uns. Mit Steuerhinterziehung? Ja, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, so. Noch? Ich bin ja dann groß geworden von 3 Jahren bis ungefähr 16, habe ich auf dem Dorf gewohnt. Und da gab es auch im Nachbardorf, ich sag den Namen nicht. Gab es einen Bratwurststand? So. Schon wieder. Ja, das kann kein Zufall sein. Und da sind wir Grundschulkinder immer vorbeigefahren mit dem Bus an diesem Bratwurststand. Ja. Da hat die Oma immer so gewunken an uns Kinder. Immer jeden Morgen und jeden Abend, Nachmittag stand die immer da und uns allen gewunken. So. Mit ihren fettwabbligen Armen irgendwie. Und eines Tages ist sie halt verschwunden dort. Fatshaming. Die war halt nicht. Das war halt eine alte, dicke Frau. Und, aber nett gemeint. Die war echt. Auch super freundlich und die war so eine, da hast du Hallo gesagt, da kam als Antwort selber Hallo. Das war so ihr Gag, den sie seit Jahrzehnten gebracht hat. Witzig, und je öfter man den auch macht, ne? Ja, und eines Tages ist sie halt nicht da gewesen, so hat nicht da gestanden. Mhm. Das kam schon mal vor, dass sie mal krank war und so, aber da war die wochenlang nicht an dem Bratwurststand. Dann kam dann die Nachricht, dass sie auch Steuern hinterzogen hat. Oder sie hat halt irgendwie Einnahmen unterschlagen. Und deswegen wurde ihr kleiner Bratwurststand dicht gemacht. Und der muss wohl nicht angemeldet gewesen sein. Den hat sie seit 30 Jahren geführt und Alter. Nie angemeldet. Hat dann irgendwie Geld eingesteckt und nicht versteuert. Ja, großartig. Aber irgendwo, also sie musste ja auch, das muss doch irgendwo auftauchen, die musste ja auch die Ware irgendwo kaufen, oder? Ja, es muss ja auch bei dem Betrieb dann wiederum auftauchen, dass sie das verkaufen. Das war ja kein Betrieb, also du meinst, wo sie es gekauft hat? Sie muss ja die Würste irgendwo einkaufen. Vielleicht hatte die so einen Schein für einen Großhandel so und den kriegst du ja relativ easy, glaube ich. Und da kannst du dann billig Bratwürste einkaufen und dann, ja, das geht schon, glaube ich. Und die kleinen kriminellen Omas hier in Thüringen, ne, die sind das größere Problem als Flüchtlinge. Muss man so sagen. Aber du wolltest gerade auf den Brennpunkt Hörerwunsch sprechen. Ja, mit diesen geilen Weimar-internen Geschichten. Da gibt es demnächst auch einen Brennpunkt Hörerwunsch, ja. Der sich gewünscht wurde über das Thema Weimar, was man hier so empfehlen kann. Ich habe das einfach mal schon benannt. Weimar zwischen Kotze und Kultur. Ach, das kommt von dir. Ja, ich finde, schön. Das passt ganz gut. Ja. Und freut euch darauf. Und noch ein Hörerwunsch, der auch zum Thema Betrug ist, kann man sagen. Genau. Doch, ja. Doch. Den wir auch jetzt im Anschluss aufnehmen oder na, einen von beiden. Ja. Verzaget nicht, wenn euer Hörerwunsch vielleicht dann auch noch ein paar Tage braucht, denn ich bin halt, wie gesagt, erstmal eine Woche alles Robins Schuld komplett raus. Ja. Ich nehme es auf Robins mich. Schuld.
Was ich auch auf mich nehme, ist, dass wir hier über manche Sachen berichten, über die vielleicht keiner sonst berichtet. Ja. Wie zum Beispiel Hongkong damals, bevor irgendjemand darüber geredet hat. Stimmt. Und das ist in diesem Fall Serbien. Da werdet ihr euch jetzt sagen, ja gut, Serbien, da geht's irgendwie seit 100 Jahren, ist da irgendwie alles scheiße. Habe ich auch stehen. Hast du auch stehen, ja. Scheiße. Was? Ach, zweite Welle. Ja. Ja, da geht's mir weniger drum. Ach so. Denn es gibt ein virales Video aus Serbien. Und ich habe es die Serbien Bankboys genannt. Da sind so drei Jungs auf einer Bank. Also zur Vorgeschichte. Serbien hat eine zweite Welle, das ist so aufgeschrieben. Genau. Oder was steht da? Genau. Und was steht da noch drunter? Proteste gegen Ausgangssperre. Genau. Es gibt also Serbien auch ein Far-Right-Regime. Verwunderlich. Guckt mal, was irgendwie die Zahlen sagen. Brasilien, Russland, USA unter Trump, Serbien. Also diese ganzen lupenreinen Demokratien, die verkacken irgendwie, diese Wissenschaftsverweigerer, die verkacken es irgendwie, gegen Corona effizient vorzugehen. Das ist ganz komisch, dieses Muster. Ja, und die Antifa, das sind die Idioten, ne? Ja. Naja, egal. Die haben auf jeden Fall verkackt, früh was zu machen. Dann gab es den Ausbruch und sie waren völlig unvorbereitet, haben dann gesagt, okay, es gibt eine Ausgangssperre von, ich glaube, 6 bis 8, also 18 Uhr bis um 8. Hola. So, und haben die halt super radikal durchgesetzt und dann gab es dieses eine Video, wie drei so typische Dudes, die halt einfach auf einer Bank chillen, völlig verwamst werden, die machen halt nichts, die protestieren nicht mal mit, ja, die sind, glaube ich, einfach nur halt nach 18 Uhr draußen. Auf einer Bank, trinken da irgendwas und da kommen halt echt 5 Cops vorbei, prügeln so hart auf die einen, dass sich unter anderem diese Gummistäbe richtig biegen. Ja? Boah. Die wamsen die richtig weg und dann siehst du halt irgendwie 2-3 Minuten später, wie sie so aufstehen, sich so umgucken, oh, sich am Kopf reiben und sich wieder auf diese Bank setzen. Es ist so gut. Es ist so gut. Wollen wir sagen, dass das der virale Hitler ist? Ja, also dieses ganze Ding ist der virale Hitler, würde ich sagen. In Serbien ist auf jeden Fall auch nicht so geil. Kann man auch sagen, dass diese Methoden, Menschen zu verprügeln, gar nicht so schlimm ist, wenn die wieder aufstehen können nach ein paar Minuten? Ich glaube, die waren halt schon so voll, dass sie es gar nicht mehr so gemerkt haben. Es war so, was war denn das jetzt, Alter, was geht? Aber das zeigt ja auch, dass es einfach nur eine kurzfristige Maßnahme der Polizei ist, die einfach zu verkloppen, dann ist alles wieder gut nach ein paar Minuten. Ja, also ich sag mal so, wenn ich einfach nur mal kurz einen Gummiknüppel ins Gesicht kriegen kann und dann quasi einfach illegale Dinge tun kann, dann nehme ich das doch in Kauf. Ja, auf jeden Fall. Also Grüße gehen raus an Serbien. Macht mal was, dass es euch irgendwie endlich besser geht, damit nicht irgendwelche abgefuckten Filme über euer Land gemacht werden. Aber es gibt sowas Ähnliches tatsächlich in Frankreich. Hast du das mitbekommen? Polizeigewalt? Nicht Polizei. Wo habe ich es denn stehen, damit man das abhaken kann? Übrigens, damit ich das noch sage, Alexander Vučić. Ich hoffe, den habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Bestimmt. Ist das Trump-Pendant aus Serbien, der auch nicht so beliebt ist. Gut zu wissen. Aus guten Gründen. Aber es gab so was Ähnliches. Und zwar in Frankreich wurde ein Busfahrer verkloppt. Der wollte Menschen ohne Maske nicht in den Bus lassen. Alter, das war ja eigentlich das Ding jetzt. Daraufhin haben sie ihn halt hirntot geschlagen. Und die sind jetzt auch alle in Gewahrsam. So, die wurden auch verhaftet. Es ist auch ein bisschen Poesie, oder? Dass hirntote Menschen jemanden hirntot schlagen. Stimmt, das ist ja. Ja. Wie so ein Zombie-Ding irgendwie. Das ist wirklich ein Gedicht. Einer von uns. Und seitdem, sagt man, ist auch der Busfahrer ohne Maske unterwegs. Hat funktioniert. Ach so, hä, aber Moment. Ja, weil er hirntot ist und keine Maske mehr tragen muss im Krankenhaus. Ja, das wäre, ja. Okay, weil ich war jetzt überrascht. Ich dachte halt wirklich, er ist wieder wach geworden. Gewalt wirkt, Leute, ich sag's doch. Okay, I see. Das fand ich ganz, ganz schlimm und dumm und doof und jetzt streiken wohl auch die Busfahrer alle. Ich hätte gern gesehen, was das, also ob das so diese... Ich hätte es gern gesehen, wie das vermöbelt worden ist. Nein, ob das halt wirklich so Klischee, gewaltbereite Halbstarke so sind oder ob das so wirklich so Otto-Normalbürger waren, die halt dann so eine Dynamik entwickelt haben, dass sie jetzt sich sagen, ach, dieser Busfahrer, komm, braucht jetzt mal eine Faust. Es gibt verschiedene auch Zeugenaussagen. Die einen sagen, dass sie schon im Bus gesessen hätten und sind erst aktiv geworden, als er noch jemanden nicht in den Bus lassen wollte irgendwie, der keine Maske trug. Die hat ja auch irgendwie... Oder ob sie erst einsteigen wollten, diese 4 Leute. Also ich habe auch irgendwie gehört, dass sie keine Tickets hatten. Dass genau. Dass sie sogar schwarz gefahren sind. Ja. Also lupenreine Menschen. Ja, geil. Supergeil. Hirntod, Alter. Weißt du, wie du da auf einen einschlagen musst? Aber hirntod kannst du wenigstens Präsident der USA werden. Ja. Und jemand sein, der ihn wählt. Ja. Die haben ihn zum Trump-Supporter zusammengeschlagen. Oh Mann, ey. Ja, geil.
Apropos Trump, ich hab noch ein paar Trump-Themen. Ich auch. Man kommt nicht drum rum. Es ist doch lästig, Mann. Wir können nichts dafür. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ja? Wir wollen ja auch die Menschen aufklären über alles, was passiert ist. Und da kommen wir nicht um die großen News herum. Und Trump ist nun mal der große, wichtige Mann aktuell und seit Jahren schon eigentlich. Witzigerweise nicht ganz so groß, wie er immer angibt. Er gibt irgendwie an, dass er so eine gewisse Körpergröße hat und er ist eigentlich gar nicht so groß. Also in die Breite schon, aber nicht in die Höhe. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel, dass USA offiziell aus der WHO ausgetreten sind. Während sie gerade den größten Spike in Corona-Zahlen hatten seit Beginn der Pandemie. Genau, innerhalb von 24 Stunden gab es, also eines Tages gab es 60.000 Neuansteckungen. Ja. Und Trump hat begründet den WHO-Ausstieg damit. Trump wirft der WHO schwere Versäumnisse während der Corona-Pandemie vor. Das finde ich halt so völlig widersprüchlich. Naja. Das ist wie wenn Hitler irgendwie den Juden vorwirft, dass sie den Holocaust begangen hätten. Ja, also Projection ist halt so das große Wort bei Trump. Das ist immer mal wieder zu beobachten. Wenn er zum Beispiel sagt, Hillary ist korrupt. Der lenkt er von seinen eigenen Versäumnissen ab. Er weiß halt, was er selber tut und bezichtigt andere damit. Also das ist, ich glaube... Hillary hat orangene Haut, hat kleine Hände und hat ein Toupet auf. Ja. Aber ich hatte noch was dazu. Das machen ja auch die Neonazis, dass sie ja immer sagen, die Linken sind die neuen Faschisten und es ist ja eine Methode, die offenbar auch fruchtet. Ich hoffe nicht. Vielleicht hätten wir sagen sollen, oder hätten wir hypothetisch sagen sollen, wenn uns jemand anzeigen würde, nee, sie haben uns beleidigt, sie haben uns rausgeworfen, sie haben behauptet, wir hätten sie rausgeworfen von unserem Studio oder so. Moment. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ach so, hypothetisch. Hätte vielleicht funktioniert am Telefon damals. Vermutlich. Aber es funktioniert auch, was wir jetzt gerade machen. Weil wir einfach im Recht sind. Ja, immer eigentlich. Gut. Trump. Pass auf. Der wird dafür aber jetzt belohnt. Natürlich nicht direkt, aber ist egal. Es gab krassen Gegenwind von ihm. Es hat alles nichts genutzt. Vorm Trump Tower in New York wird ein Black Lives Matter Mural gemacht, das heißt eine Wandmalerei. Hm. Und das fand er gar nicht doof, gar nicht cool. Und das ist doch voll bezeichnend, ey, dass der was dagegen hat. Durchaus. Im Zuge dessen habe ich gelesen, dass 90% von New York gegen ihn gewotet hat 2016. Das ist eine ordentliche Zahl. Wie viel? 90? 90% der New Yorker hat für Hillary gewotet. Natürlich 90% der Leute, die gewählt haben. Aber ich denke mal, das ist schon ein relativ gutes Stimmungsbild, was da abgebildet wird. Und also dieses Gebäude ist wohl jetzt nicht mehr so beliebt, der Trump Tower. Ich habe allgemein auch, nicht wahrscheinlich, ne, seitdem er in der Macht ist. Ja, ich habe auch mir jetzt mal die Netflix-Doku über ihn angeschaut. Das sind, glaube ich, 4 Folgen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Empfehlung geht raus. Man hat am Ende auch so ein bisschen Mitleid mit ihm tatsächlich. Weil er einfach... Also, das ist halt dieses typische, guck, dein Vater war nie für dich da und von Anfang an wurdest du da reingeboxt in diese Welt, so, weißt du. Niemand hat dich als Kind mal in den Arm genommen, so dieses Ding. Das ist aber, finde ich, ja, ich verstehe es, aber es ist für mich keine Entschuldigung. Natürlich nicht, aber guck's dir mal an, also so ein bisschen kann man so sagen, okay, man versteht, wo er herkommt, zumindest. Ja. Das ist jetzt nicht, der hat sich nicht eines Morgens gedacht, ich bin jetzt mal ein Arschloch. Nee, hat ja Hitler auch nicht, so, der dachte ja auch, er kann die Welt retten damit. Na, bei dem war es ja wegen der Kunstschule, ne, weil die so ungerecht zu ihm waren. Ja, deswegen sind die eigentlich am Holocaust schuld. Ja. Die Kunstschule und alle Kunstdozenten, die es gibt, haben den Holocaust zu verantworten. Gut. Nicht gut, meine ich. Das war einfach nur so gut. Nächstes Thema, bevor es hier zu kritisch wird. Trump, hab ich noch was? Ach, du hast sogar noch was? Ja, denn der Trump, also die TikTok-Menschen haben wieder zugeschlagen. Ja. Die TikTok-Antifa hat dafür gesorgt. Erst haben sie ja diese Gratis-Tickets da weggesnackt quasi von seiner Wahlkampfveranstaltung da. Und dann kamen irgendwie nur ganz wenig Menschen. Und sie haben jetzt seinen Fanshop leer gekauft, in großen Anführungsstrichen. Es ist ja so bei solchen Online-Shops, dass wenn du Sachen in den Warenkorb tust, gelten sie als verkauft im System. Ich glaube, ich habe den ursprünglichen Tweet mitbekommen. Da hat nämlich jemand geschrieben, Lifehack. Und so von wegen, ich sag euch jetzt mal was, aber nicht, dass ihr damit irgendwas anstellt. Was ihr damit macht, ist eure Sache. Genau. Und dann hat er das erklärt, dass wenn das im Warenkorb ist, dass das nicht im Sortiment auftaucht. Genau, jetzt haben ganz viele Menschen irgendwie Dutzende Fanartikel von Trump in den Warenkorb gesteckt
und dafür gesorgt, dass die Shops halt leer waren, sozusagen. Ja. Dass die Einnahmen irgendwie eingebrochen sind, so ein bisschen, und die echten Fans sich nichts kaufen konnten. Das ist auf jeden Fall die Form von geilem Getrolle, die ich supporten kann. Ja, ebenso. Richtig nice. Na gut, dann sage ich jetzt das auch mal. Ich wollte es eigentlich wegnehmen, aber es gibt halt noch mehr. Das ist halt wirklich, der ist ein Garant für Schlagzeilen. Wir müssen, glaube ich, einen Podcast absetzen, sollte Joe Biden gewinnen. Ja. Da gibt es einfach nichts mehr zu berichten. Ich habe ja damals das Impeachment ausführlich verfolgt. Und da gab es den Lieutenant Colonel Windman, ein Goldstar-Kollege, der für besonderen Einsatz halt Auszeichnung bekommen hat. Und der hat damals gesagt, das habe ich halt live verfolgt, das war so bewegend, weißt du, der hat gesagt, ey Vater, ich sitze jetzt hier und dafür, dass ich die Wahrheit sage, werde ich schon nicht bestraft, das wird alles gut. So hat er sein Eröffnungsplädoyer angefangen, und der wurde jetzt aus dem Amt rausgebullied sozusagen. Der wurde ja auch damals dann kurz nach dem Impeachment aus dem Weißen Haus rausgekachelt und auch so an allen vorbeigeführt nochmal. Nicht nur er, sondern auch sein Zwillingsbruder, der damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja, also so die Familie abstrafen. Und jetzt hängt er halt seine Karriere komplett an den Nagel. Und da sieht man, wie toll das alles da ist. Sein Zwillingsbruder, aber ist der auch im selben Job wie er? Der hat, glaube ich, auch im Weißen Haus gearbeitet, aber was anderes. So, und dann noch, aber das habe ich noch am Rand mitgekriegt, ich glaube, überprüft das an dieser Stelle vielleicht lieber nochmal, aber ich glaube, Paul Manafort und Michael Cohen, glaube ich, sind aus dem Gefängnis rausgekommen. Das sind so eigentlich wegen Korruption eingebuchtete Trump-Kampagnen-Menschen. Und ich glaube, der eine ist sein Anwalt oder so gewesen, egal. Weil das eine zu große Gefahr für die ist im Gefängnis wegen Corona. Ja, ja. So, und auf der anderen Seite sagt man aber, Schulen wieder aufmachen und so, das ist super. Und Corona ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber die beiden, diese beiden korrupten Trump-Anhänger, die müssen aus dem Gefängnis raus, weil Corona ist zu gefährlich. Ah, natürlich, ja. Ja. Das ist völlig nachvollziehbar. Das ist überhaupt nicht irgendwie so Vetternwirtschaft oder gar nicht. Das ist nachvollziehbar tatsächlich. Und dann das allerletzte, was ein ganz kleines bisschen mit Trump zu tun hat. Melania Trump, die hat irgendwie eine Skulptur in Slowenien. Wahrscheinlich ist sie da geboren oder so. Wow, guck mal. Und diese Skulptur wurde am 4. Juli, am Independence Day, in Flammen gesetzt. Also es ist ja eines von vielen Denkmälern wahrscheinlich, was dann vernichtet worden ist, wie jetzt auch gegen die ganzen anderen USA-Leute und Sklavenhändler. Ja. Aber die hat ein Denkmal? Krass, wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, stell dir mal vor, ja. Na gut, denn in dem Fall müsste dann wahrscheinlich Österreich auch ein Denkmal von Arnold Schwarzenegger haben oder so. Ach, jetzt von Hitler. Nee. Ja, von Schwarzenegger, ja. Also Falco hat ja auch eins. Ja? Ein Denkmal, ja. Also ja, viele. Ich find's ein bisschen komisch. Guck mal, die ist jetzt die Frau von jemandem. Was hatten die je gerissen? Naja, man muss sagen, es ist schon eine Leistung, so einen Mann zu heiraten. Naja. Und mit ihm ins Bett steigen zu müssen, das ist auch erstmal ein Ding. Er ist ja auch adipös, das muss man ja auch mal zugute halten. Nicht, dass wir das jetzt beleidigen gar verwenden nicht, wollen. Null. Aber es ist halt ein Faktor. Das würde nur Montana Black sagen. Nur weil du hier so einen adipösen Typen da irgendwie nagelst. Ja. Nee, also hat sie, finde ich, nicht verdient. Also weder Trump als Ehemann noch ein Denkmal. Das ist meine Meinung, persönlich. Ihr könnt anderer Meinung sein. Schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke und liked. Ja. Und Favo da lassen. Übrigens wollen gerade ganz viele Leute nach Kanada. Wir haben letzte Woche darüber berichtet, da warst du ja nicht da, aber du hast wahrscheinlich mitbekommen, dass Mexiko die Mauer dicht macht. Nicht die Mauer, die nicht vorhandene Mauer. wie fandest du Herodes Impression von dir? Ich bin Dino, ich bin krank. Ich dachte ganz kurz, so was? Ich hab doch gar nicht aufgenommen. Bin ich doch gar nicht. Und dann kam die große Auflösung. Ja. Warst du war ganz perplex, ne? Ich war überrascht. Und ich bekam auch so ein, zwei Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, Tino, du darfst nie wieder beim Brennpunkt fehlen. Grüße gehen raus, die Personen wissen Bescheid. Ja. Na gut. Ich verspreche auch, ich werde nie wieder fehlen. Also ganz, ganz. Und du aber auch nicht. Wir haben ja jetzt beide, es ist ja wie eine Ehe, ja? Ja. Unser Brennpunkt. Wir haben ja beide schon außerhalb unserer Ehe schon gepodcastet, so mit einem Podumcast. Ja. Ich mit dem Flotcast und so. Aber jetzt im eigenen Ehebett. Quasi habe ich auch schon mit jemandem alleine gesprochen, so mit dem Mirko Mooshoff, ein toller Brennpunkt-Hörerwunsch. Ja. Und du jetzt mit Herodes alleine. Und
ich finde es schön, dass wir so offen sein können, dass unsere Beziehung nicht monogam ist. Aber ich finde, in unserem Ehebett sollten auf jeden Fall wir beide immer vorkommen. Ja. Ist meine Meinung. Ja. Aber es war in Ordnung. Es war ja auch der Dings geschuldet, so den Umständen, dass... Man kann an dieser Stelle sagen, du bist schuld. Genau, also in meinem Fall war es ja so, dass es ein Fan das unbedingt wollte. Da haben wir das mal zugelassen, das machen wir aber auch nie wieder. Und in dem Fall war es so, dass ich keine Zeit hatte. Deswegen war es ja völlig in Ordnung. Ja. Aber wir lassen euch Fans nicht mehr im Stich. Brennpunkt Internet sind Tino und Robin. Oder Robin und Tino in dem Fall. Ich finde nur, dass Tino und Robin klingt wie Batman und Robin. Das ist viel, also... Ja, ist besser. Okay. Du darfst Batman sein, wenn du das möchtest. Nee, das ist wie Drake und Josh, weißt du. Wenn die hießen Josh und Drake, klingt halt scheiße. Kenne ich nicht. Klingt beides scheiße. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, ja, das war spannend und der hat mir auch gefallen zum großen Teil. Der Brennpunkt. Zum großen Teil. Immer, wenn ich geredet habe. Ja, nö. Ich fand euch schon beide toll. Schön. Also, ganz viele Leute wollen nach Kanada, während die mexikanische Grenze dicht gemacht wird. Eigentlich darf man bei Kanada auch nicht einreisen, aber die Leute flüchten aus Amerika. Was ist da los? Ja, mit Recht. Naja, aber genug Amerika. Ich wollte noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen von letzter Woche, die ich vergessen habe zu erwähnen. Ich hatte es mir aufgeschrieben. Denn Sacha Baron Cohen, kennst du, Borat? Ja, super. Der hat noch mal einen gerissen. Da wird wahrscheinlich gerade die zweite Staffel von Who is America gedreht. Denn er war auf so einem rechten Fest und hat da einen Auftritt gehabt als so ein... Die waren nicht rechts, die waren ultra-rechts. Okay, sorry. Vielleicht. Der hatte einen Auftritt als so ein Klischee-Country-Sänger, ja? Mhm. So. Und man kennt das ja auch schon aus Borat so, throw the juice down the well und so. Ja. In my country there's problem. Ja. Und hier war's, Chinese people, what we gonna do? Inject them with the Wuhan flu. Also es ist super catchy. Ja. Und das Publikum macht halt wieder super mit. Und er sagt halt immer so, ey, was machen wir mit der WHO? Ja, wir spritzen den Corona. Was machen wir mit Hillary? Lock her up like we used to do und so weiter. Und am Ende sagt er dann nochmal, Chinese people, what do we have to do? Nuke them up like in World War II. Was halt die Japaner waren, für geneigte Zuhörer, die nicht ganz so geschichtsversiert sind. Und alle voller Inbrunst singen mit. Look them up like we used to do. Es ist so gut. Der hätte auch irgendwie Heil Hitler rufen können. Die, ja. die hätten da mitgemacht. Und dann, kurz nach diesem Auftritt, ist er dann abgehauen im Krankenwagen und kam dann in einer anderen Verkleidung nochmal als Journalist in Gänsefüßchen wieder und hat quasi Reaktionen erfragt. Richtig, richtig gut. Ich bin gespannt. Who is America? Wenn ihr das nicht kennt, schaut auf jeden Fall mal Staffel 1. Richtig, richtig gut. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe das Video mitbekommen, dass er das gemacht hat, diese Aktion. Aber ich kann noch nicht dazu, es zu sehen, weil ich jetzt umgezogen bin und kein Internet hatte. Aber das hole ich auf jeden Fall nach. Das schreibe ich mir jetzt sofort auf. Ja. Baron Sacha Cohen gucken. So. So, und dann noch eine ganz tolle Sache, nämlich Hongkong habe ich vorhin angesprochen, die ja jetzt irgendwie seit über einem Jahr am Bluten sind. Da ist ja dieses Gesetz jetzt so ein bisschen durch, dieses Auslieferungsgesetz, mit dem das alles angefangen hat. Und der Clou an der ganzen Sache ist, China sagt, dieses Gesetz gilt weltweit. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, China, fuck you, dann kommt jetzt hier das chinesische SWAT-Team rein und packt mich zu den Uiguren. Das dürfen die doch gar nicht so entscheiden, die Chinesen. Die haben das gemacht. Es ist jetzt jede Form von Protest in Hongkong verboten. Und diese Hongkong-Leute, die sind einfach so fucking genius. Die haben ja auch ihre Philosophie beim Protestieren ist be water, also dass du dich so anpasst und, weißt du, dich um diese Sache rumschlängelst. Die halten jetzt einfach nur weiße Schilder hoch, wo nichts drauf ist. Ah, dass das technisch gesehen gar kein Protest ist? Ja, es ist großartig. Ich kann immer wieder betonen, liebe Leute, guckt nach China. Das ist eine Diktatur, so, weißt du? Da werden Menschen unterdrückt, aber in Deutschland dürfen Hildmann und seine Corona-Fanatiker, die dürfen ihre Demos anmelden, die auch genehmigt werden und schreien dann Diktatur, Diktatur. Das macht einfach keinen Sinn. Hier gibt's keine Diktatur. Es ist faktisch einfach falsch, aber das raffen die Menschen nicht. Das macht mich so... Ja, darf man nichts mehr sagen, Tino. Ich bin so leicht säuerlich veranlagt. Ja, darf man nichts mehr sagen. Man darf nichts mehr sagen. Das wird man doch noch mal sagen dürfen, dass man das nicht darf. Ich weiß nicht. Ich finde das immer ganz, ganz schwierig und es macht mich einfach nur traurig und wütend und ja, alles. Naja,
Was geben wir denn der Woche? Sind wir schon soweit? Ich dachte. Ich guck mal kurz. Nee, du kannst noch, ja doch singen. Ich dachte, wir sind soweit. Ich singe La Chidarem La Mano. Reide die Reide si. Wir haben noch 10 Minuten, oder? Dachte ich. 10 Minuten? Mein Gefühl, was sagt denn die Aufnahme? Ja, so bei 5. Ach aber so. Das ist ja normal, dass wir halt 5 Minuten vorher sagen. Hier. Würde ich ganz gerne noch ein paar Themen ansprechen. Nee, dann sprich an, ist okay. Und wir zwar 2 Minuten überziehen. Hat ja die. Wir sind ja nicht im Radio, wir waren auch noch nie im Radio. Ja. Und zwar. Wir wurden noch nie aus dem Radio rausgeworfen. Nö, wollten wir wirklich nicht. Und zwar die eine UN-Direktorin warnt quasi vor der Zerstörung der Ökosysteme und kündigt nicht an, aber sie hat gewarnt davor, dass Covid-19 nicht die einzige Pandemie bleiben wird, vermutlich, wenn wir die Tierwelt weiterhin so ausnutzen und also Massentierhaltung betreiben und Ökosysteme vernichten. Also ist ja klar, das ist ja einfach nur eine Frage der Zeit. Wir hatten ja, also wie viele Epidemien alleine hatten wir die letzten 20 Jahre? Aber auch wenn die nicht so krass waren, aber es, wie gesagt, es ist halt nur eine Frage der Zeit. Es ist den Menschen eben nicht bewusst, dass es ja auch irgendwie Ursachen hat. Also es kommt immer vielen so vor wie in so ein Unfall. Hups, es ist aus Versehen irgendein Virus irgendwie expandiert oder hat sich ausgebreitet. Aber ich sage, und es wird auch stimmen, 98%. Das ist deine Lebensphilosophie. Ich sage und das wird auch stimmen. Ja, also ich vermute, dass es halt stimmt. Es ist keine Meinungsfrage, dass so 98% sämtlicher Viren, so die ausbrechen, tierischen Ursprungs sind. Also wie jetzt Schweinegrippe, Vogelgrippe, jetzt Covid-19, die kommen ja irgendwie von irgendwelchen Tieren, die nicht richtig durchgebraten worden sind. Okay, aber wo nimmst du die 98% her? Das war jetzt einfach von dir, oder? Naja, also ich würde damit sagen, die meisten, weißt du? Okay, das ist ja schon wie Ben Shapiro. Der ist so geil. Naja, aber es gab mal Ehek, ja, wo das mal von Sprossen und von Gurken kam, ja, was dann kein Riesending war, aber was ja auch hätte sein können. Ja. Aber sonst sämtliche Krippen, auch Schweinegrippe und wie sie alle hießen, BSE, das waren ja alles so Tierkrippen, ja, die von Tieren kamen. Und es würde halt nicht passieren, wenn wir keine Massentierhaltung betreiben würden und wenn wir die nicht unter schlimmsten Bedingungen da halten würden. Und Fledermäuse zu halt dein Suppe Maul, das Fleisch würden. Schmeckt aber so geil. Ja, ich weiß, mir geht's ja auch so. Aber ich sage nur, das ist doch, es ist den Menschen nicht bewusst. Und das fand ich halt eine gute Aussage von der UN-Frau da, Direktorin. Die heißt irgendwie Ingwer oder so, keine Ahnung. Ingwer. Vielleicht hast du es verwechselt, vielleicht war sie ein Ginger. Das kann auch sein. Eine seelenlose. Ich muss das kurz zurechtrücken, weil ich habe jetzt stehen als letzten Satz, Ben Shapiro, der ist so geil. Das stimmt so nicht, der ist so geil in seiner schlechten Argumentation. Also der wird ja so gefeiert als, oh guck mal, der ist halt auch eher so im rechten Spektrum. Die Arbeit ruft an, guck, ich gehe nicht ran. Lösch die. Das ist ja witzig, was ist denn das, dieses... Der ruft an, der ruft an. Ich gehe nicht ran, ich gehe nicht... Okay, der argumentiert halt... Also pass auf, der wird immer dafür gelobt, dass er halt so schnell redet und so gute Argumente hat. Aber wenn man es mal so genau auseinander nimmt, der sagt halt in jedem dritten, vierten Satz, let's say. Also er nimmt immer irgendeine Prämisse und argumentiert dann an dieser von ihm selbst, also der baut ein Vakuum auf und steckt die Rahmenbedingungen ab. So. Ja. Sagt so, let's say every gay man is bla 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 und so weiter. Ja, und da so, kannst und du schlecht dagegen argumentieren. Auf dieser Basis argumentiert er dann alle so, wow, what? So, und deswegen habe ich gesagt, wenn du jetzt sagst, ich sage jetzt einfach mal 98% so, wenn du diese Prämisse annimmst, weißt du? Nein, ich habe gesagt, ich glaube 98% und ich glaube auch, dass es wird so hinhauen, so von den Zahlen. Das ist meine persönliche Schätzung. Wenn ich falsch liege, schreibt gerne. Mir privat oder als Kommentar, keine Ahnung. Sagen die Frauen zu mir auch immer, wenn ich falsch liege. Ja, dann dreh mich ruhig rum. Ja, dann schreib mir einfach. Einfach machen. Oh, schönes Bild. Ja, auf jeden. Ich dachte, das ist was Wichtiges. Ja. Ist das Friedrich? Das ist Friedrich, ja. Ach. Schön, gell? Ach so, das ist schon ein paar Jahre her. Das ist hier über das beste Bild, was ich je gemacht habe. Das ist wie so Sonnennahrung so. Ja. Also es ist gerade ein Bild von Friedrich, wer den Mund auf hat, Augen zu und die Sonne anguckt. So, und wie so Lichtnahrung. Was auch von der Sonne sehr viel angeguckt wird, ist das Packeis in Sibirien. Gute Überleitung. Da habe ich eine neue Statistik gesehen. Habe ich auch gepostet. Warte, ich zeige es jetzt mal für Tino. Und der kann uns beschreiben, was er sieht. Und dann machen wir hier Guckradio.
Also ich sehe hier ein Diagramm sozusagen, ja. Von links nach rechts so, und da ist, sind ganz viele Kurven, die nach unten gehen. Mhm. Und da steht ganz groß drüber Siberian Arctic. Und der ist rot und dick und geht nach unten und also geht sehr schnell nach unten. Schneller als die anderen Jahre anderen zuvor. Jede einzelne Linie ist ein Jahr. Ah. Und es geht um das arktische Seeeis oder Meereis. Aber brauchen wir eigentlich das arktische Seeeis? Ist das so? Nee, pff, es gibt doch genug Eis bei hier beim Eisdealer. Ja, eben. Zum Beispiel. Bei Venezia. Das ist ja gar nicht so wichtig. Also ja, es gab so wenig Eis wie in keinem Jahr zuvor. Gute Statistik. Stimmt nicht. Also wenn ich zum Eismann gehe, gibt es immer Eis. Ja. So schlimm kann es gar nicht sein. Ja. Noch eine Kurve, die ganzen Diagramme. Ich bin gerade echt faul, was die Oase angeht. Das ist schlecht. Das ist eine Sünde. Es ist eine gute Sache, sodass man sich da einkaufen kann für 3 Euro. Für 3 Euro. Dollar. Das ist, man macht Plus. Richtig, genau. Man geht quasi als Gewinner raus. Ja. Aber ich bin halt nicht so in der Stimmung, aber nicht die Zeit zu lesen. Aber es gibt so Phasen, wo ich ganz aktiv mit diskutiere. Und da gibt es nur Tolles. Nur eigentlich, aber manchmal auch zu viel Tolles. Gab es diese Woche genug Tolles für eine gute Bewertung, Tino? Naja, also ich finde, Kanye West, seine Ankündigung anzutreten, war schon ein riesiges Ding. Es ist halt auch nur eine Ankündigung. Also soweit ich weiß, ist er so spät dran, dass er auf vielen Wahlzetteln gar nicht mehr draufstehen kann. Aber auf manchen schon noch. Ja, so. Mal gucken. Also der letzten Woche habe ich eine 4 gegeben, diese Woche ist ein bisschen mehr passiert. Die Bank Boys fand ich persönlich sehr, sehr geil. Ja. Auch dieses Hongkong-Ding. Ich will noch lobend anerkennen, dass die Niederlande ab 2024 auf Angaben zum Geschlecht verzichten im Ausweis. Was ich nicht wusste, in Deutschland auch möglich ist. Du kannst, wenn du möchtest, das Geschlecht rausnehmen lassen aus dem Ausweis. Operativ kannst du dein Geschlecht rausnehmen. Richtig, die machen das da vor Ort quasi in der Meldebehörde, wird dein Penis einfach abgenommen oder deine Vagina. Okay, cool. Und das werde ich, glaube ich, einfach mal machen. Wenn man die Vagina abnimmt, ist da aber nicht dann hinterher eine größere Vagina einfach? Das ist noch ein größeres Loch. Ja. Mist. Aber es das heißt nicht mehr. Deswegen sind Frauen das schwächere Geschlecht, weil die nicht einfach ihr Geschlecht abnehmen können. Die können nur so einen Deckel drauf machen. So. Ja, das geht. So ein Stöpsel irgendwie. Ja. Jedenfalls, das fand ich ganz toll und ja, also eine 7 vielleicht. Maximal. 7 gehe ich, glaube ich, noch nicht mit. Nee. Nee, ich glaube, ich wäre eher so bei 6 tatsächlich. Bei 6. Also Hongkong fand ich wieder ein guter Move. Kanye West interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Das ist halt für mich immer so dieses, okay, Bolsonaro ist positiv getestet, ist erstmal eine Meldung, okay. Ja. Wenn er stirbt, ist es richtig nein. ist es eine hohe Wochenbewertung. Aber so ist es halt so, okay, vielleicht, es gibt ja Fälle, wo es wirklich ganz entspannt verläuft. So, und ja. Vielleicht ist es halt bei ihm so und dann ist es jetzt auch nicht weiter wild. So. Ja, sagen wir, okay, ich gehe mit 6 auch mit. Okay. 7 ist vielleicht doch zu hoch gepokert. Gut. Schön, Leute. Oh, Alter, die Musik. Au. Das tut vielleicht weh. Uiuiuiui. Au, Schmerz. Schmerzgeräusch. Uiuiui. Leute, es war... Sehr gut. Es war ein Frohlocken mit euch. Das ist ja Sondergleichen hier wieder. Bestimmt ist die Woche auch noch viel mehr passiert. Dann gehen wir auf die 7 hoch. Das wussten wir jetzt leider nicht. Wir mussten am Donnerstag aufnehmen. Tut mir leid. Das holen wir alles nach. Gut. Versprochen. Dann, Küsschen. Bis zum nächsten Mal.